Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Planet Crafter. Ja, yeah, gemütlich. Davon kann man träumen. Ein Netz aus Artenräumen. So ein niedriges Nahrungsniveau. Wollte gerade schauen, ob man was essen kann. Nö. Na gut. Ach, schade. Da drüben würde ich auch noch gern rein. Aber wir müssen zurück, meine Lieben. Ach ja. Dann reisen wir gemeinsam zurück. Ja, wir sind schon ziemlich weit voran mit dem Thema Artenräume und Netz daraus. Aber es ist Wochenende. Yeah. Und am Wochenende haben wir gesagt, öffnen wir Mikrochips. Ja, und das werden wir heute tun. Yeah, wir wollen es tun. Gemeinsam. Also generell schaut es hier echt cool aus. Na, die Frage ist, jetzt haben wir so viele Artenräume bei den einzelnen Wachsen. Die Frage ist, wo fangen wir an? Heute werden wir auf jeden Fall Weißsonntag, morgen Advent, werden wir heute schon die Chips eröffnen, oder? Ich denke schon, machen wir das heute. Wenn wir zurück sind, werden wir gleich was essen. Schnabulieren. Und ich hätte gerne das Jetpack. Ja, ich gebe es zu. So ein kleines Jetpack. Das wäre schon was. Wie viel haben wir denn jetzt schon noch? Platz ein bisschen. So. Ist da nicht irgendwo links von uns jetzt ein Atemraum? Würde ich den gerne noch nutzen, sofern er da ist. Nö, da ist er nicht. Doch, da müsste er eigentlich sein. Sag ich ja. Ein Artenraum. Da gehen wir rein. Denn da müsste er sein. So, da was drin? Nö. So, genug Luft. Dann laufen wir rüber. Nur nicht verdorsten. So. Ui. Das war hoch. So, es geht sich alles rechtzeitig noch aus. Natürlich. Ah, schön gemütlich, oder? Also ich finde es in Ordnung. So, jetzt sind wir gleich da. Wir hätten eins Platz. Dann machen wir da gleich mal den hier. Kürbis. Super. So, was packt man da rein mal? Also, Erze. Dann haben wir Silikon. Nö. Wir haben Titan. Wir haben Magnesium. Kobalt war keins dabei. Alu. Yeah. Iridium. Ich glaube, super. Und Uran werden wir mal austauschen. Moment, Iridium, da haben wir sogar ein Stäbchen bekommen. So, das kommt da rein. Oh, wir haben schon vier davon. Das ist ja super. Bauen wir das? Die will ich auch gerne, echt gern. Ja, wir haben so viel zu tun, oder? Hm. Pack das mal, Moment, das mal da rein. Und die könnten wir alle zu Dreiern umbauen. Ich will noch davon welche bauen. Ja, wir schauen mal, wie viel Kobalt wir haben. Kobalt. So, Kobalt ausreichend. Dann 5 Alu. Dann 3 Silizium, 3 Magnesium, oder so, genau, und 3 Eisen. So, dann fehlen uns
2 Silizium, 2 Magnesium, 2 Eisen, damit wir 5 Stück davon gebaut haben. So, die stellen wir da unten jetzt zu den anderen. Ja, dann haben wir ein paar auf Reserve, ist okay. Schaden kann es nicht. Du kannst die Windräder abreißen. Nein, ich will die später unter Wasser haben. Yeah. So, aber wir haben da mal hier. Einmal. Zweimal. Dreimal. So, und jetzt brauchen wir Silizium. Eisen. Brauchen wir Kobalt auch? Nö. Eisen. Eisen. Wait, was brauchen wir noch? Magnesium und Silizium. Oh, Silizium war immer so... Okay. Aber Eisen kann ich nicht nein sagen. Das, so, Magnesium. Silizium. Das nehmen wir mal mit, wenn wir es haben. So, wir brauchen noch ein Silizium. Das werden wir doch irgendwo finden. Irgendwo. Da vorne zum Beispiel. Hier. Yeah. Wunderbar. So, dann stellen wir da auch noch das fünfte hin und dann ist gut. Dann ist gut. So. Sehr schön. So, da rein. Da ist ja nichts mehr. So, da würde ich sagen, wir füllen uns mal die Taschen an mit Ressourcen und gehen nach oben. Ich weiß nicht, ob man die... Oh, Kernreaktor. Oh, ja. Gerade rund um das Thema mit Strom etwas getan und schon ist der Kernreaktor da. Ja. So, Wasser bräuchte man natürlich auch wieder. Wie wäre es, wenn wir noch ein bisschen mehr Eis mitnehmen? So. Eis ist gut, Eis N auch. So. Haben wir noch Platz? Ein bisschen ist noch da. Ja, ja. So, Silizium. Nur noch 3 Stück noch. Okay. So, dann laufen wir mal zurück, back to base. Und ich glaube, am Adventssonntag werden wir die Chips öffnen. Ja, sorry für alle, die sich jetzt gefreut haben, dass wir heute schon was tun. Aber wir machen das gemütlich in der morgigen Folge 20.15 Uhr. So, wir bringen mal die Ressourcen zurück und dann schauen wir mal, was wir so bauen können. Einfach so. So. Da sind wir. Wir haben Wasser. So, was haben wir denn Neues bekommen? Exoskelett 2 haben wir ja, oder? Ja, haben wir. Das kommt rein. So, dann füllen wir da mal, wobei, ein kleiner Eiskasten. Wo stellen wir den hin? So, vorerst mal provisorisch. Da hier. So. So, wir haben hier ein bisschen Eisen. Wir haben hier, haben wir Silizium dabei? Ja, danke. Ein bisschen Titan. Und hier Magnesium. Da in der Ecke übrigens ist Eis drinnen. Aber wir haben ja das Ziel, dass wir das Eis bewahren. Das Eis des Planeten retten. Yeah. Oh, da tut sich echt viel hier. So, was am... Oh, das müssen wir auch bauen. Auf jeden Fall.
Dann kommen schon die Raketen. Wahnsinn, es geht so schnell, oder? Dabei wollten wir es gemütlich angehen. Hindert uns aber auch keiner, dass wir es gemütlich angehen. Oder? Ja. Ich denke schon, das kriegen wir alles gut hin. Ja, Kernreaktor. Schauen wir mal. So, die Heizungen. Da bräuchten wir Iridiumstäbe. Für Iridiumstäbe brauchen wir natürlich das da. Na, vielleicht bauen wir das tatsächlich da dran. Hier einen Raum. Bauen wir noch einen. Da will er nicht. Warum will er da nicht? Ach so, wegen dem hier. Und jetzt? Noch immer nicht? Okay. Ja, da geht's aber. Wir holen uns nochmal Eisen. Oh, wir haben so wenig Eisen wieder. Das ist ja seltsam, dass er hier nicht will. Okay. So, pass auf, wir machen mal den hier. Dann schauen wir da rein. Das nehmen wir raus. Weg damit. Da schauen wir rein. Und das können wir nicht alles rausnehmen. Wir machen eine Kasten. Noch mehr Einbauschränke. So. Oh, Wahnsinn, oder? So, da packen wir mal das hier rein. Ja, für morgen. Dann packen wir mal das hier rein. So. Mal den hier. Und jetzt schauen wir nochmal raus. Ob man da nicht doch was dranhängen kann. Ja, jetzt geht's super. Okay. Hm. So. Wir brauchen das Teil, natürlich. Wir brauchen Alu. Das war zu viel Alu, glaube ich. So, ein bisschen Titan dazu, ein bisschen Silizium dazu und oh, viel zu wenig Eisen. So, und zwar das da. Nein, als erstes stellen wir das da hier her. Jawohl. So, und jetzt stellen wir das da. Nö, darüber geht's nicht, aber... Es müsste zu weit in den Raum reinschauen, das will ich nicht. Will ich nicht. So, da ist das da. Und da dazwischen kann man eine Kiste oder was auch immer reinstellen. Irgendwas Dekoratives. Hm, was wäre jetzt? Der passt da ja leider nicht. Ist das gerade jetzt? Ich denke schon. So. Kobalt und Silizium. Ach, das ist schade. Hätte ich gerne gehabt. Hätte ich gerne gehabt. Oh, wie schnell das jetzt geht. Dabei haben wir nichts getan da draußen. Okay. Oh. Wie weit? 71%. So.
Da irgendwo haben wir die Monitore, die da, die würde ich dann auch wegtun. Ah, Moment. Moment, da drunter ein Tisch. Mit Ö. Hier, Schreibtisch. Haben wir das da? In der Hoffnung, dass wir später dann da Blumentöpfe links und rechts hinbekommen können. So, und da wollen wir haben, mal die, oh, wir brauchen Eisen. So. So, Strom machen wir hier. Eisen und Magnesium. Ich glaube, wir haben kein Eisen mehr. Ja, ist richtig. Okay, wir brauchen ein Stück Eisen. Boah, ist das finster hier. Ob wir da Eisen finden, ich bin mir nicht sicher. Weil dieses E-Mail-Ding hätte ich schon gern. Oh, Eis. Komm, wir looten einfach. Looten. Plündern. Abhauen. Geht schon wieder los. Also ich glaube, wir haben nur ein Eisen gebraucht für den Bildschirm. Glaube ich. Einfach mal nachsehen. Okay, da. Silizium, Magnesium, ja, ist gar nicht schlecht. Aber das Inventar ist jetzt voll. Ja. Aber wie viele da noch kommen? So. Super. Ich würde das gerne holen. So, Moment, vielleicht können wir das tatsächlich noch holen. So, wir packen einfach alles hier rein, was wir haben. So, und laufen nochmal raus. Super, oder? Dann kriegen wir gleich ein paar Sachen, die so rumliegen. So. Und jetzt können wir wahrscheinlich diesen Bildschirm schon bauen. Dann haben wir alles gemacht rund um den Schreibtisch, was wir an Monitoren brauchen. Ah, einer fehlt da noch. Wenn wir dann später zu Satelliten kommen, das fehlt da noch. Ja, ja. Gleich sind wir durch. Dann ist das Inventar voll, drei Stück noch. Das gibt's ja nicht. Man kommt da nicht nur. Okay, wir haben es bekommen. So. Dann rein mit uns. Schön. So. Oh ja. Zuerst natürlich dieses E-Mail-Ding. Da. So.
Super. So, Strom verfügbar 112, gar nicht schlecht. So, wir fangen hier an. Eisen, bam. Silizium, keines. Titan hier. Da in die Ecke. So, Magnesium, Kobalt. Super. Dann haben wir noch das zu verteilen. Da war in die Ecke. Das Eis, yeah. Hier haben wir Silizium, Titan, ein bisschen Magnesium, Kobalt. Da in den Eiskasten das Eis hinein. Dann haben wir hier Alu und Eisen. Yeah. So, dann haben wir das schön sortiert, schön zusammengewurstelt. Hier haben wir Wasser, auch das ist gut. Das nehmen wir jetzt ins Inventar. Morgen werden wir diese ganzen Chips öffnen. Wow. So, Wolken 73% schon. Super. Wie das läuft, ohne dass wir wirklich relevante Sachen gemacht haben. Wahnsinn, oder? So, das müssen wir uns natürlich anschauen. Hier, Jetpack, wir brauchen zweimal das. Werden wir im Moment... Wie viel Uran haben wir? Ein Uran fehlt, Wahnsinn. Okay, dreimal super. Schauen wir mal. Dreimal super. Und ein Titan. Müsste eigentlich sein, genau, mit dem Rucksack. Rucksack raus. Rucksack hier. Und wir haben jetzt T4. Wahnsinn, oder? Das ist super. So, T3, Sauerstoff auf T4. Wir brauchen dreimal super. Einmal Kobalt. Einmal Kobalt. So, dann nehmen wir den raus. Gehen da rein, machen uns T4. Oh yeah. So. Und die T4-Ausrüstung ist da. Oh, 370 Sauerstoff. Wahnsinn. Super ist das. So, was hätte ich gern? Das hätte ich echt gern. Wir bauen uns eine Düse mal. Ein Stab, ein Super, zwei Uran. Ein Stab. Zwei Super. Zwei Uran. Ja, das Problem ist halt, wir haben, um ein Uran zu finden. Zu wenig. Bin gerade am Überlegen. Nein, das ist falsch, das ist richtig. So, da kommt das hinein. So, wir laufen in die Richtung. Ich weiß, die Folge ist fast schon vorbei. Aber ein bisschen Zeit haben wir noch. Die Zeit würde ich mir gerne mit euch gemeinsam nehmen. Weil so ein Jetpack ist eine feine Sache. Ah. Und ich glaube, wir können da schon rübergehen. Aber ich weiß es nicht. Wir schauen mal Richtung Uranhöhle. Ui. Super. Wunderbar. So, dann werden wir da Luft holen, auch wenn es nicht wirklich essentiell notwendig ist. Aber kann nicht schaden. So. Ja, das ist alles gut. Brauchen wir nicht. Im Moment brauchen wir nicht. So, super. Da hinten haben wir unseren kleinen Atemraum, den wir jetzt nicht nutzen, weil wir laufen hier einfach durch. So, Silizium können wir mitnehmen. Können wir auch mitnehmen. Eisen wichtig. Ein Eisen noch mehr wäre noch schöner. So, sind wir ja gleich durch. Haben wir alles mit dreimal, zweimal? Ja.
super. So. Ja, das Jetpack wär echt wichtig. So. Einfach mal durchlaufen. Ah, das ist schon, wenn man sich überlegt, wie wenig Sauerstoff wir zu Beginn hatten und wie cool wir da jetzt so durchkommen. Super. Trotzdem hätte ich mich sicher gefühlt, wenn wir noch einen Atemraum dazwischen eingebaut hätten. Aber wir kriegen das alles hin. So. Na bitte. Vor uns die Senke. So. Sehr schön. Genau. Wir machen ein Räumchen. So, das setzen wir mal daher. Das ist zwar an der falschen. Ach, egal, egal. Wir brauchen einmal Titan. Liegt eh überall herum. Das da. Dankeschön. So. Mach mal Eisen. Viel besser. Wunderbar. So, und dann würde ich wegen galaktischer Standards und so, würde ich das Teil hier setzen. Wunderbar. Dann natürlich hier einen Kasten rein. Es ist nicht galaktischer Standard. Ja, sorry. So, und jetzt gehen wir da mal rein. Oh ja, da leuchtet schon grün. Es ist grünes Licht. Was tut es? Es leuchtet grün. Wahnsinn, oder? Ich würde gerne nicht Unmengen davon abbauen, in Wirklichkeit. Das ist so cool hier. So viel brauchen wir gar nicht fürs Jetpack. So. Was ich aber gerne hierher gebaut hätte, wäre das hier. Moment. Wieso muss man da so? Nein. Soll schon am Boden sein. Soll schon am Boden sein. So. So. Es leuchtet grün. Super. Es ist grünes Licht. Ah, schön. So, dann gehen wir noch ein, holen uns drei Stück Uran. Drei Einzelstück Uran. Oh, das ist so schön. Da habe ich richtig Skrupel, das hier abzubauen. Also drei Stück noch gehen, aber mir will ich nicht da oben auch überall so schön. So, Inventar ist voll. Das finde ich toll. Dann zurück mit uns. Oh, da müssen wir ja. Oh, ganz vergessen. Hier. Super. Schön Luft holen und zurück. Das, meine Lieben, wird wohl der letzte lange Run ohne Jetpack gewesen sein, oder? Jetzt habe ich gar nicht gesehen, was wir noch fürs Jetpack brauchen. Aber wir haben jetzt Uran dabei. Ein bisschen. Haben wir ausreichend Superliga? Ich glaube ja. So, wie viel Platz haben wir? Ein Platzstück. Das würde ich mit einem Stück Alu anfüllen, weil brauchen wir ja sowieso auch.
so viel schönes Zeug noch rum. Alu hätte ich gern, nicht Magnesium. Also wenn wir eins zufällig finden, zu lange suchen will ich hier natürlich auch nicht. Gewonnen. Wunderbar. So, mein Inventar ist ja voll. Ja, wir können was essen. Dass wir das hier machen, dann haben wir wieder einen Platz frei. Geht vielleicht auch. Ah, schön. So, was haben wir da drin? Ja, Wasser wäre da drin. Doch. Nein. So, da haben wir das letzte Stück Alu fürs Inventar. Gehen wir noch in den Atemraum? Ist gar nicht notwendig. Also, schnell zurück. Dann haben wir heute... Yeah! Haben wir heute die Uranhöhle erschlossen. Ja, hinten einsam. Der Atemraum. So. Ja, natürlich mit dem größeren Sauerstofftanks haben wir jetzt ein sehr enges Netz an Atemräumen geschaffen. Das macht aber gar nichts. Besser zu viel als zu weniger. Da hinten auch. Oh. So, morgen ist Chipstag. Yeah, da gibt's Chips. Die Raketenplattform. Und wir haben noch gar nicht viel gesetzt. Also das bisschen Heizraum und so. Naja. So, wir haben Eisen, wir haben Silizium, wir haben das gute Titan nicht dabei, wir haben da. So, und jetzt will ich da mal, Moment, Eiskasten. So, jetzt will ich mal schauen. Oh, das geht. So, ein Stab und einmal super. So, ein Stab und einmal super. Und ein Titan, haben wir gesagt. Einmal er hier. Ja, ich trinke ja schon. So, und dann packen wir da, wir haben eine Blume, noch eine Blume. So, das packen wir mal weg. Alu. Yeah. Dann haben wir Uran. Vorerst mal in dem Kasten. Iridium. Und einmal... Wobei, so. Die zwei Blumen bringen wir dann rauf. Wir schauen mal. 300. Oh, wie schnell das läuft. Regen! So, 112. Super. Das Biodom haben wir auf da freue ich mich. Der ist dann wichtig. Biodom werden wir uns eins bauen. Die Heizungen, die Dreierheizungen. Ja, wenn wir die aufstellen, das ist so eine Sache. Gasstreuer auch schön. Auf den freue ich mich auch. So, apropos, haben wir da jetzt alles gemacht? Ja. Haben wir. So, T4-Ausrüstung und Jetlag. Besser geht's ja fast gar nicht. Oh ja. Ist das schön. Oh, schön. Super. So, meine Lieben, dann würde ich mal sagen, das war's für die heutige Folge. Wir sehen uns wieder morgen, ja, 20:15 Uhr. Bis dann. Tschüss.